bisschen die Spark of Hope. Ein neunjähriger Hannover gezogener Fuchsballer von Miss Heines aus einer Wolfensteins Mutter. Geritten wird die Spark of Hope vom Brit Caroline Eckert von der AG Reiten Berlin. Nachher alle zur Siegerehrung, ja? Habt ihr gehört, dass wir nachher nicht die sortieren alle?
reißen ihn noch nicht ab. Am Pferdewurst ist nicht zu sehen. Pferdeleistungsschau in Blöds, verehrte Zuschauer, liebe Gäste, Siegerehrung, Ausschreibungsnummer 9, Dressurprüfung der schweren Klasse Kür. Es ging um den Preis der Steuerberatungskanzlei Thomas Voss und es war das Finale des Mitteldeutschen Jugendcups. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Thomas Voss, der hier an dieser Serie maßgeblich beteiligt ist und sich hier intensiv um die Weiterentwicklung des reiterlichen Nachwuchses in Mitteldeutschland verdient gemacht hat. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Auch sowas muss auf jeden Fall mit hier bei der Siegerehrung erwähnt werden. Sieger in dieser Prüfung wurde die Programmnummer 69, Night Magic im Sattel Franziska Voss vom Reitverein Groß Waltersdorf. 71,083% ihr Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch an der Siegerehrung beteiligt. Natürlich der Preisrichter dieser Prüfung, Herr Wolf-Rüdiger Beisert, der Turnierleiter, Herr Damm. Und wir freuen uns auch, dass Thomas Voss hier persönlich am Finale seines Mitteldeutschen Dressurcups beteiligt ist und an der Siegerehrung beteiligt. Und wie es manchmal so ist im Leben, die Tochter gewinnt auch noch das Finale. Schöner kann es ja fast nicht sein. Platz 2 ganz knapp dahinter, da reiht sich ein Britt Caroline Eckert vom der Leistungsgemeinschaft Reiten Berlin und ihr His Spark of Hope 70,625 ihr Resultat. Dritter Platz, das ist Philipp Stanzlowski und sein Logenbruder, vorige Woche noch bei den deutschen Meisterschaften der Jugendlichen aktiv gewesen, heute hier in Flöz mit seinem Logenbruder. Platz 3, 70,291 sein Ergebnis. Vierter Platz, das war Lord of the Dance mit Lilly Bendig im Sattel, ländlicher Reitverein Münchehofe, 66,458 ihr Ergebnis. Fünfter Platz geht nach Bukau, Jessica Schröder und Richie Rich, Programm Nummer 54, 66,208 ihr Ergebnis. Platz 6, das ist die Mitgastgeberin hier dieser Pferdeleistungsschau, Julia Schönherr, Samba Poesie unter dem Sattel, Programm Nummer 57, 66,00 ihr Ergebnis. Siebter Platz, die Programm Nummer 1, Albion unter Alexandra Giebel vom Reitverein Weimarer Land, 63,375. Platz 8 geht nach Seelitz, Angelina Pasic und ihre Diva Royal. Und Platz 9, Deborah Schneider vom Reitverein Herodot Leipzig und Escado.